Tödlicher Verkehrsunfall. Zu einem tödlichen Unfall kam es am Nachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B8 bei Vilshofen an der Donau. Eine 40 Jahre alte Rollerfahrerin stand, ebenso wie ein nach links abbiegender Sattelzug, auf der Abbiegespur zur Auffahrt der Donaubrücke in Richtung Albersdorf. Laut einer Polizeimeldung fuhr der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Deggendorf los, als die Ampel grün anzeigte und übersah dabei den vor ihm wartenden Roller. Dabei wurde die Frau aus dem Landkreis Passau mit ihrem Roller von dem Lkw überrollt. Die eingeleitete Reanimation der Rettungskräfte verlief erfolglos. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Schock in das Krankenhaus Vilshofen eingeliefert. Ein Gutachter wurde zur Unfallklärung hinzugezogen. Die Feuerwehr Vilshofen sowie die Polizeikräfte regelten den durch den Unfall entstandenen Verkehrsstau.